So, und da sind wir wieder bei der Forest. Und hier ist gerade ein Rabe durch mein Haus geflogen. Moment mal, gibt es überhaupt Raben? Und die moderne unsichtbare Axt. Erstmal pennen. So, morgen wird für mich das neue Update rauskommen. Sobald dieses Video hier online ist, ist das Update schon lange draußen. Gut für einen Tag oder weniger. Vielleicht auch genau an dem Tag. Da stand eine Stunde, nee, ein Tag und 4 Stunden dauert es noch. Also muss morgen draußen sein. Ich werde es dann vermutlich wieder zocken. Wie gehabt. Aber was ich diese Folge tue, weiß ich noch nicht. Wir können ja nicht mehr viel machen mit dem, was wir haben. Uns wird ja wieder alles genommen. Das ist halt scheiße, ne? Denn immer wenn wir Eutros kriegen, dann wird uns das auch wieder genommen. So kommen wir nie zu was richtig Großem, aber guckt euch das mal an. Das ist bisher das, was ich am meisten hier am Bauen war. Weil ich jede Folge bisher am Bauen war da dran. Täglich. Jetzt bin ich natürlich im Vorteil gegenüber den Eingeborenen, da ich ja eine unsichtbare Waffe habe. Und wie willst du was abwehren, was du nicht siehst? Okay, wie willst du mit etwas abwehren, das du auch. Also, wie will man denn auch was abwehren, wenn man das selber nicht sieht? Also, ich kann selber nicht mit dem hier abwehren, wenn ich das nicht sehe, eigentlich. Wäre dann auch logisch. Ich weiß, wofür eine Axt gut ist, ey. Dass die immer meinen, mir das erklären zu müssen, ne? Nicht umsonst den Titel Axtmeister. Oh fuck. Alter, hat mich das gerade erschrocken. Alter, hab hier halb so einen Herzinfarkt. Leckt noch eben und dann. Wo? Ich denk mal da unten, ne? Das leckt aber immer, wenn sie kommen. Immer wenn die hier gerade spawnen, dann leckt das. Das merkt man. Ich habe jetzt auch mehrere hier umgekickt. Mehrere Bäume. Lauf. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da bewegt sich was. Ah, da hinten. Der Typ soll das gewesen sein. Eins lass dir gesagt sein, Typ. Mach mir nie wieder so einen Herzinfarkt.
Einfach hier hinrennen, die Musik machen und dann schnell wieder abhauen, was ein Arsch. Kommen die da hin, setzen sich da so hin, holen ihr Instrument und spielen erstmal da drauf oder was? Ja, das würde ich gern sehen. Die kommen ja aber auch nur hin, weil ich die ganze Zeit die Bäume abhacke. Und die das nicht mögen. Und gleich kommt bestimmt der nächste. Blöd ist halt, ich muss mich dann schnell umdrehen, sonst bin ich wieder angegriffen worden. So, da unten werden gleich auch wieder welche kommen. Die warten doch nur, dass ich denen den Rücken zukehre. So, das geht jetzt richtig schnell, oder? Diese Axt ist so modern, die siehst du gar nicht. Gut, es könnten auch meine Fäuste sein, mit denen ich hier die Bäume abhacke. Minecraft-Style. Hier hat es gerade kurz geleckt, also denke ich mal, hier sind jetzt gleich wieder Typen. Der Leck des Todes. Ich warte nur auf den perfekten Moment, wo sie mich wieder angreifen werden. Beim Donner. Ich bin Thor. Ich habe eine Axt und keinen Hammer, aber ich bin Thor. So, jetzt fall auch du hin. Also ich habe schon was Cooles vor eigentlich. Für die nächsten Folgen eigentlich, wenn der nächste rauskommt. Bauen wir uns da doch mal eine Arena. Das könnte man auch gut als 100-Abo-Special benutzen, so eine Arena. Aber da sage ich lieber nicht mehr so viel drüber. Was war das? So, jetzt habe ich in kürzester Zeit das hier alles niedergesägt. Hätte ich eine Motorsäge, ging das schneller. Dann baue mal auf. Jetzt habe ich vielleicht nicht mehr die Power meiner Super-Axt, aber komme ich schon klar mit. Ne, ich habe die immer noch. Guckt euch das mal an. Weiche! 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 Eben ging das bei der. Also bei dem Stamm hier ging das. Den konnte ich gerade wegweichen lassen, indem ich geschlagen habe. Komisch. Warum ging das? Ich habe gedacht, das könnte ich jetzt nochmal wiederholen, deswegen habe ich Weiche gesagt, aber ne. Vielleicht mag der Weiche nicht. Ist bestimmt so ein Spüli-Typ.
und ja, ich habe gerade nur Spüli gesagt, weil sich das irgendwie so angehört hat, wie Spüli. Aber Spüli ist fürs Spülen. Und ich weiß nicht, warum alle das so nennen. Das ist irgendwie voll der verweichlichte Name und voll scheiße und Kacke. Mist. Click to place. Die meisten Updates in diesem Update haben eigentlich kaum was gebracht. Ja. Eigentlich schon. Die Waschbären einzuführen hat nichts gebracht, weil man die tötet, aber die einem nichts bringen. Dass man die Hasen fängt, nützt einem nichts. Irgendwie, weil man die nach dem ersten Speichern sofort verliert. Was dir natürlich auch wieder nichts nützt, das würde ja unnütz machen. Man will die ja aufsparen und nicht dahin tun und dann verschwinden lassen. Gut, für einen Zauberer wäre das eigentlich ganz cool. Kannst die Eingeborenen hier beeindrucken, dann bleiben sie stehen und kommen nicht mehr wieder. Haben Angst vor dir, weil du so ein Zauberer bist. Ist natürlich auch eine Methode, die von dir fernzuhalten. Aber eher unwahrscheinlich, dass man das tun kann. So weichet vor meiner doppelläufigen Holzbazooka. Sonst muss ich damit schießen. Die schießt Stöcker. Also gibt acht. Warum kommen die eigentlich nicht mehr? Sollte ich vielleicht nicht sagen. Denn immer dann, wenn ich das sage, kommen die. Sagen nur kurz, hallo, da bin ich. Und dann sind sie wieder weg. Und noch einer. Ich meine, ich habe einen beim Flugzeug eben gesehen. Also der eine Typ, der mich da kurz erschreckt hat. Und dann ist der weggerannt zum Flugzeug. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher, ob er da wirklich ist. Erstmal wieder um die Bäume kümmern. Nicht um den kleinen hier. Jetzt hat es wieder kurz geleckt. Es kann sein, dass die hier in der Nähe sind. Gut, ich habe auch nicht so wenig Bäume abgehackt. Deswegen kann es sehr wahrscheinlich sein, dass sie auch kommen werden. Hack den Baum nieder. Das hier soll mal ein Wald gewesen sein. Guckt euch das an. Das ist allenfalls nur noch totes Gebiet. Hier wird nie wieder was leben. Gut, die ganzen Tiere schon. Alter, erschreck mich nicht, was auch immer du warst. Ich habe gerade gedacht, da kommt so ein Eingeborener von hinten. Bringt mich einfach an. Aber das wäre cool, wenn ich den einfach so töten könnte, während ich hier vorne arbeite und der kommt einfach von hinten und ich schlag den aus der Luft einfach raus, obwohl ich gar nicht in seine Richtung gucke. Es wäre relativ unlogisch, aber es wäre genauso, wie ich es in der Realität gemacht hätte. Ich kann mal wieder nicht schlagen. Danke.
bedanke mich natürlich für alle, die meine Show genossen haben hier. Jetzt kann ich nur noch rumhüpfen und nichts mehr machen. Greift mich jemand an? Bitte. Käme jetzt total gelegen. Eigentlich wollte ich die Falle hochklettern. Habt ihr das auch gesehen? Da ist gerade ein Seil hat sich hier bewegt, so ein Seil. Hier waren mehr, hier waren viel, viel mehr Fallen. Wo sind die alle hin? Hallo? Die sind alle weg. Guckt euch das an, alles weg. Mein Fallenwald ist nicht mehr mein Fallenwald, der ist einfach nur noch ein Wald. Mit ein paar Fallen drin. Betrug. Ja, findest du wohl witzig, ne? Klauen die mir meine Fallen. Geht nicht. Das geht nicht. Die zeige ich an. Gut, das kann auch sein, dass ich mehr Bäume hier abhacke, dass ich nur noch weniger Fallen hier sehe, weil vorher sah das dann enger aus. Jetzt tut er weh. Genau. Toller brennender Hase übrigens. Ist der denn da gerade hinten rumgelaufen? Der brennende Hase, das ist Ghost Rabbit. Da ist einer in meine Falle reingelaufen. Ghost Rabbit ist eh geil. Der braucht nicht mal ein Motorrad. Ja, ich höre dich. Aber du wirst mich nicht besiegen. Wäre natürlich geil, wenn für das nächste Update direkt schon mal der Multiplayer kommt. Kann ich immerhin schon mal Leute dazu holen. Wahrscheinlich auch nicht. Irgendwas macht mir mal einen Strich durch die Rechnung, wenn ich Multiplayer spielen will. Ich hoffe mal, die haben ein gutes Server dann. Oder ich muss meinen eigenen machen, aber dann ist der immer scheiße. Siehe Minecraft Mega Village. Das hat natürlich nichts daran geändert, dass Minecraft Mega Village ein gutes Projekt war. Hätte ich aber einen besseren Server gehabt, hätte ich sogar mehr Leute drauf holen können. Vielleicht baue ich die Idee noch mal aus. Noch 2 Minuten steht auf meiner Uhr. In den 2 Minuten kann ich nicht mehr viel schaffen. Und der eine Typ dort hinten hat wirklich Nerven, dass der hier noch umläuft. In meinem Gebiet. Wo ich hier throne. Über euer... Keine Ahnung, was das ist. Eure Schlammgrube da unten. Ich habe mein schönes Königreich hier oben. Und der kniet sogar vor mir. Aber in die falsche Richtung. Nur eine Feder? Wirklich? Der andere Kerl ist weg. Gedacht, ich könnte den dort unten hören, wie der da gerade an der Leiche ist. Alter, wie viel Holz hier rumliegt.
So, dann gehe ich mal hoch. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Und wahrscheinlich in dem nächsten Patch. Extrem ciao.